Ich darf euch heute das Traubenteilen speziell bei der Rebsorte Roter Veltliner vorstellen. Eine Maßnahme zur Qualitätsoptimierung und Fäulnisvermeidung. Der Roter Veltliner hat sehr dichtbeerige und kompakte Trauben und besonders im mittleren Teil passiert es in der fortgeschrittenen Reife, dass sie die Beeren gegenseitig aufquetschen und das sind ideale Eintrittsbedingungen für Fäulniserreger. Um dem vorzubeugen, halbieren wir die Traube in der Mitte, das Stielgerüst streckt sich, die Traube wird lockerbeeriger, denn nur lockerbeerige Trauben bleiben längerfristig gesund. Und da ist jetzt eigentlich der optimale Zeitpunkt, wo man mit der Schere noch schön hineinkommt, nicht so viele Wunden verursacht. Und es gibt halt drei große Vorteile der Traubenhalbierung: die höhere Reife durch die Ertragsreduktion, die Fäulnisvermeidung und die Verlängerung der potenziellen Reifephase. Und diese hochreifen, gesunden Trauben sind dann die Basis für extraktreiche, elegante, feingliedrige Rote Veltliner mit großem Entwicklungspotenzial. Und wir schauen jetzt schon mit Vorfreude der Leser entgegen.